Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle anderen hier ständig unterwegs sind. Matti zum Beispiel und du auch, Marco. Du hast ja Dark Souls gespielt bei einem Event. Genau, das war im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt. Die Location hat ziemlich gut zum Spiel gepasst, weil es wie gesagt ein altes Schlosshotel ist. Und da konnten wir dann ein paar Stunden von der Einzelspielerkampagne ein bisschen reinspielen. Also es ist ja so, dass es im Vorfeld hieß, dass Dark Souls 2 sehr viel schöner sein wird als Dark Souls. Aber wenn man sich das jetzt so anschaut, finde ich, ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Auch die Monster-Sounds sind recycelt, bilde ich mir ein, bei diesen Ratten-Zombies oder was das hier sein soll. Genau, bei diesen komischen Monster unten, da merkt man halt, ein bisschen Recycling wurde zwar betrieben, aber im Großen und Ganzen hat sich From Software schon ein bisschen ins Zeug gelegt und viele neue Inhalte kreiert. Aber was die Grafik betrifft, hast du natürlich recht. Da war From Software natürlich noch nie so groß dabei. Ist auch noch PS3 und Xbox 360, also muss man sich nicht so wundern. Dafür ist das Spielprinzip, wenn man sich's jetzt schon anschaut, jeder, der Dark Souls gespielt hat, der erkennt sich da wieder beim Kampf gegen einen riesigen Gegner, der einen gnadenlos zusammenschlägt. Und man hat auch gesehen, dass das mit dem Seelenaufsammeln wieder ähnlich funktioniert. Also gerade am Anfang, und die Estus-Flakons sind auch zurück, aber es gibt auch noch dieses andere Heil-Item, das ist diese Kugel, die dann beständig heilt. Genau, die gab es schon im ersten Teil, also in Demon's Souls. Die kann man sich bei diversen Händlern noch wieder kaufen. Und gerade zu Beginn, das Estus-Flakon, da hat man das nur einmal zur Verfügung, muss man jedes Mal zurück zum Bonfire gehen, also zum Feuer, um es wieder aufzuladen. Also zu Beginn des Spiels sind diese Heil-Items, die man kaufen muss, doch sehr wichtig. Oh, Hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. Also auch atmosphärisch macht das jetzt schon wieder echt Lust auf Dark Souls 2, weil ich mag halt diese bisschen kryptischen Leute, die da rumsitzen und irgendwelche Sachen faseln, die man erstmal nicht versteht mit ihrem altenglischen Dialekt. Und ansonsten, ja, mich persönlich stört es jetzt nicht so, dass es nicht ganz so schön aussieht wie manch anderes Rollenspiel, weil halt dieses Spielerlebnis einfach so einzigartig ist. Dieses Wissen, dass man von jedem Gegner halt so umgenusst werden kann. Genau so ist es. Die Grafik ist in dem Spiel auch wirklich zweit- oder sogar drittrangig. Also das Kampfsystem muss man sich wieder sehr stark darauf einarbeiten, wie man hier gerade sieht. Zwei normale Zombie-Gegner, wenn man sich dumm anstellt, die können dann schon sehr schnell zu Mus hauen. Ist auch jetzt nicht mehr lang hin, bis Dark Souls 2 erscheint. Und ich denke mal, das war jetzt auch die letzte Vorschau, bevor wir dann den Test haben. Und ich freue mich tierisch drauf. Und ich denke mal, du auch. Oh ja, ich auch.